Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. In den letzten beiden Teilen ging es darum, dir einmal das Projekt vorzustellen und dir dann das fertig aufgebaute MST-CMX-Chassis zu zeigen. Heute geht es endlich an die Karosserie. Ich habe das Ganze hier vorne mal aufgebaut. Wenn du das Unpacking gesehen hast, dann dürfte dir auffallen, dass noch ein klein wenig etwas hinzugekommen ist. Und zwar hatte ich noch zu Hause hier für den Kühlergrill ein matt schwarz, ebenfalls von Tamiya, hier eine Farbe. Dann schwarze PS-Farbe für die Lexan-Karosserie. Und zwar die Trittbretter hier bei der Karosserie. Die müssen nämlich auch schwarz lackiert werden, obwohl da noch ein Aufkleber drauf kommt. Ja, und hier diese Smoke, diese Rauchfarbe. Damit möchte ich hier hinten die Fenster so ein bisschen abdunkeln, wie halt klassisch getönte Scheiben. Bevor wir mit der Karosseriebearbeitung starten, möchte ich dir ganz kurz sagen, dass ich die Anleitung zu der Karosserie wirklich sehr, sehr gelungen finde. Wenn du ein wirklich realistisches Modell haben möchtest, empfehle ich dir zwingend, hier dir die Anleitung einmal genauer anzuschauen. Dort steht zum Beispiel drin, welche Bereiche du hier schwarz machen musst oder auch beim Spiegel, welche Bereiche man hier noch schwarz malen muss. Dann die Spiegelgläser, die fertigt man hier aus so einem Stück, was einfach übrig geblieben ist. Also in der Anleitung stehen nochmal ganz, ganz wichtige Hinweise, wie ich finde. Erlaubt ist natürlich, was gefällt. Auch ich selber werde hier ein, zwei Sachen nicht so machen, wie es in der Anleitung steht. Aber im Großen und Ganzen kann ich dir wirklich empfehlen, schau einfach mal in die Anleitung rein, ob du dann alles umsetzt. Das bleibt dir dann selbst überlassen. Ja, was brauche ich alles für die Karosserie? Natürlich hier TS-Farbe, PS-Farbe, einmal für den normalen Kunststoff und einmal für diese Lexan-Karosserien. Dann, um das Ganze später auszuschneiden, natürlich eine Nagelschere oder ein Cuttermesser. Wichtig ist, dass das sehr scharf ist. Dann habe ich hier noch so einen Pinsel, um diese größeren Bereiche hier vernünftig ausmalen zu können. Zudem hier für die ganz feinen Bereiche hier im Kühlergrill, die einzelnen Lamellen dazwischen, einfach so ein CD-Marker, weil ich denke, dass dieser auf der glatten Oberfläche wirklich sehr, sehr gut hält. Und bei Edding ist es hier oftmals so, dass die A relativ groß sind und B bei schwarzem Edding, dass der so leicht lila schimmert. Und ich habe das hier vorne mal ausprobiert. Ich habe den schwarzen Punkt der Frontkamera hier einfach schon mal angemalt und das hält wirklich wunderbar mit diesem CD-Marker und ist auch schön tiefschwarz. Das vielleicht nochmal so als Tipp. Dann benötigst du natürlich Kreppband und auch hier deinen Beschlagbeutel von Tamiya, um später deine Anbauteile ansetzen zu können. Bevor ich die Karosserie ausschneide, werde ich nun erstmal die Löcher vorbohren. In der Anleitung steht ganz genau drin, wie groß diese sein müssen. Karosseriehalter, Löcher bohre ich nicht. Ich habe mich ja damals für die Magnethalter entschieden, sondern ich bohre jetzt wirklich nur Löcher für den Kühlergrill hier vorne, dann für die beiden Blinker. Ich kann es mal kurz zeigen, so sieht das Ganze aus, damit man die später hier schick draufsetzen kann. Dann hinten das Reserverad, da werden auch Löcher benötigt und ja, die werde ich jetzt als allererstes bohren. Starten möchte ich mit den Bohrungen hier vorne am Blinker. Auch hier steht in der Anleitung ganz genau, wie groß diese Löcher sein müssen. Leider bekomme ich den ganz feinen Bohrer hier nicht in meinen Schleifer rein. Deswegen mache ich das jetzt hier mal mit so einer Spitze. Aber ich denke, das wird auch ganz gut funktionieren. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie groß diese Löcher werden müssen, dann nehme dir doch einfach hier mal die Kunststoffteile, die später auch an die Stelle kommen. Und somit kannst du die Lochgröße, den Lochdurchmesser immer wieder kontrollieren, indem du versuchst, das Ganze hier schon mal vorsichtig reinzustecken. Wenn du dir weiterhin unsicher bist, wie groß die Löcher tatsächlich sein müssen, du kannst es versuchen, ob es hier schon funktioniert. Ansonsten lieber erstmal weniger. Also wenn das Loch nachher zu groß ist. Und hier merke ich schon, ein ganz klein bisschen muss ich noch.
So, die ersten beiden Löcher sind schon mal drin. Und genau nach diesem Verfahren gehst du jetzt einmal über die ganze Karosserie, da wo du später deine Anbauteile anbringen möchtest. Die Löcher sind jetzt hier wunderbar ausgeschnitten. Ich habe das Ganze nochmal mit den Anbauteilen kontrolliert, dass sie auch gut reinpassen. Das tun sie jetzt. Du musst das im Übrigen nicht mit, ja, ich sag mal, so einem Schleifgerät machen, sondern es gibt auch extra im Modellbaubedarf solche, ja, ich nenne sie mal Karosserieschneider. Das sind solche kleinen Aufsätze mit einer sehr spitzen, scharfen Kante. Und dort kannst du ähnlich wie ein Bohrer das Ganze auch per Hand reinmachen. Funktioniert genauso. Hier die Sache mit diesem Multischleifer, die ist manchmal ein bisschen heikel, weil sobald dieses Lexan sich erwärmt, arbeitet sich das wie Butter da durch und mit dem Handgetriebenen kannst du vielleicht hier etwas genauer arbeiten. Das nur nochmal als Tipp. Ansonsten ist mir aufgefallen, hier hinten die Wand, die drückt sich ganz gerne ein. Da muss man ein bisschen aufpassen. So. Was ich jetzt als nächstes mache, diese Löcher, die haben innen und außen, ja, sind sie ein bisschen ausgefranst. Das kommt, ja, ich sag mal, alleine schon durch die Wärme hier von diesem Multischneider. Und ich werde das Ganze jetzt sauber entgraten und das mache ich hier mit so einem Skalpell. Das kann man auch mit einem scharfen Cuttermesser machen. Allerdings finde ich das hier mit so einem Skalpell deutlich angenehmer und deutlich genauer. Du siehst, hier oben ist das Loch jetzt schon schön sauber. Das mache ich natürlich auch ganz wichtig von innen und arbeite jetzt hier einmal die komplette Karosserie durch. Sind alle Löcher nun sauber entgratet und sehen wirklich sauber aus, gerade auch ganz wichtig von innen, weil du da später lackierst, dann kannst du beginnen, hier diese Karosserie auszuschneiden. Als erstes, bevor ich das später vergesse, schneide mir hier diese beiden Kanten mal ab. Haben ist besser als brauchen. Eigentlich brauchen wir hier nur eine Kante, aber ich nehme beide. Und zwar werden das später hier diese Spiegelgläser. Und deswegen schneide ich mir diese beiden Kanten einfach schon mal ab und lege diese separat. Ansonsten werde ich jetzt diese Karosserie hier komplett einmal ausschneiden. Das mache ich mit einer kleinen Nagelschere und kann dann nochmal, wenn ich möchte, später mit dem Skalpell nacharbeiten oder auch hier mit diesem Multischleifer, um irgendwelche Unebenheiten an den Radkästen etc. auszubessern. Achte dabei am besten auch nochmal genau darauf, wo du wirklich ausschneiden darfst und wo nicht. Manchmal ist das nicht ganz klar, aber hier bei der Karosserie wirklich super beschrieben. Wenn die Karosserie schön ausgeschnitten ist, dann geht's mit dem Entgraten los. Wie gesagt, das kannst du mit einem Skalpell, mit einem scharfen Cuttermesser machen. Und auch hier sowas würde ich auf alle Fälle schleifen, auch solche langen Geraden. Das kann man mit einer Nagelfeile zum Beispiel machen oder mit ja irgendwie so einem vorsichtigen Schleifpapier. Man kann aber auch hier mit diesem Multischleifgerät hier einfach so einen Aufsatz nehmen. Das mache ich immer ganz gerne. Dieser ist relativ groß und kann dann hier großflächig einmal drüber gehen. Wenn ich das gemacht habe, entgrate ich das Ganze hier zum Schluss nochmal mit dem Cuttermesser. Das Ausschneiden ging im Übrigen hier sehr, sehr gut. Es hat gut funktioniert. Das Lexan war wirklich sehr, sehr dünn an den ganzen Stellen. Die Stabilität erreicht die Karosserie wie immer durch ihre Form und durch diese ganzen Sicken und Kanten. Aber das Schneiden war jetzt hier wirklich überhaupt und gar kein Problem. Los geht's mit dem Schleifen und Graben. Die Karosserie ist nun geschliffen an den Rändern und entgratet. Und ja, ich war mit dem Ergebnis doch sehr gut zufrieden. Im Anschluss habe ich die Karosserie jetzt von innen einmal richtig ausgewaschen. Das mache ich mit ganz lauwarmem Wasser
und einem guten Schuss Spüli, damit wirklich diese ganzen Fingerabdrücke von mir etc. aus dem Inneren der Karosserie verschwinden. Ganz wichtig natürlich auch diese ganzen feinen Schleifpartikel von diesem Lexan. Da muss alles raus. Das Ganze wird nämlich später von innen lackiert. Wenn ich das Ganze ausgewaschen habe, trockne ich das Ganze mit einem ganz normalen Baumwollhandtuch. Wichtig beim Auswaschen ist nochmal, dass du auf gar keinen Fall irgendwelche scharfen, harten Gegenstände, wie zum Beispiel eine Bürste oder irgendwie sowas oder einen Topfschwamm oder irgendetwas verwendest, sondern hier gehe ich wirklich entweder mit einem ganz, ganz weichen Schwamm durch oder wirklich mit den Händen oder sowas und wasche das einmal richtig aus, sodass später keine Fingerabdrücke, kein Fett, keine Rückstände mehr drin sind. Wenn ich das Ganze dann mit einem fusselfreien Baumwolltuch ausgewischt habe, lasse ich das Ganze noch eine, halbe Stunde trocknen, weil gerade vorne bei der G-Klasse hat man unheimlich viele Sicken und Kanten und Ecken, wo noch ein bisschen Feuchtigkeit drin sein kann und das würde das komplette Lackierergebnis später versauen. Deswegen ganz wichtig, ich habe die Karosserie umgedreht, sodass kein Staub hereinkommen kann und lasse das Ganze jetzt ganz in Ruhe trocknen. In der Zeit, wo die Karosserie trocknet, werde ich mich hier mal daran versuchen, diese Scheibensticker hier einmal auszuschneiden. Die sind dafür da, dass die Scheiben später auch tatsächlich klar bleiben und nicht mitlackiert werden. Was ich ganz gut finde, wir haben einmal die Heckscheibe und wir haben auch hier das Panoramadach bzw. das Schiebedach. Da kann man also später reingucken. Das werde ich wohl auch noch in Smoke machen, das werde ich so ein bisschen tönen. Und hier sind jeweils die beiden Frontlampen und die beiden Hecklampen, sodass man diese ebenfalls nicht mitlackiert. Bei mir kommt zwar keine Beleuchtung rein, ich lackiere es dennoch nicht mit, alleine aus dem Grund, wenn ich mich dann später doch mal entscheiden sollte, dort Licht reinzumachen, wäre es äußerst ungünstig, dort die Farbe wieder abzubekommen. Deswegen lasse ich dann dort das Lexan auch durchsichtig. So, jetzt werde ich erstmal mich ganz genau hinsetzen und hier diese wunderbaren Streifen einmal ausschneiden. Die Aufkleber hier habe ich jetzt soweit zugeschnitten und diese werde ich jetzt von innen an der Karosserie anbringen, sodass die Flächen, die jetzt beklebt werden, später nicht mitlackiert werden. Dabei achte ich natürlich darauf, dass so wenig Fingerabdrücke wie möglich hier in die Karosserie kommen. Sollte mir es natürlich doch mal passieren, dass ich in irgendeiner Form dort drankomme, dann müsste ich diese Fingerabdrücke später nochmal mit zum Beispiel vorsichtigem Glasreiniger etc. und einem Tuch entfernen. Die Aufkleber sind jetzt hier überall angebracht. Das Ganze hat wirklich sehr gut funktioniert. Klar, G-Klassen-typisch sind die Fenster sehr einfach, sodass man keine wirklichen Schwierigkeiten dabei hat. Einzig hier hinten hatte ich, leichte Anfangsschwierigkeiten hier bei den Lampen, diese U-Form da vernünftig reinzukriegen. In dem Moment, wo ich allerdings eine Pinzette benutzt habe, hat das Ganze einwandfrei funktioniert. So, was jetzt so nicht in der Anleitung steht, das ist das hier unten. Und zwar soll man laut Anleitung diesen Bereich hier unten, den Schweller, als allererstes lackieren. Das heißt also, die ganze Karosserie muss von innen abgeklebt werden, damit man dann hier diesen schwarzen Strich machen kann. Das mag vielleicht bei der Originalfarbe, bei diesem Gunmetal, vernünftig sein. Ich persönlich werde es allerdings so machen, dass ich erstmal die Karosserie komplett in meinem Blauton lackiere und dann im Endeffekt am Ende hier diesen Streifen wegnehme und dann die komplette Karosserie von innen nochmal schwarz hinterlege. Dann kommt die blaue Farbe nochmal ganz anders zur Geltung. Ich finde es etwas schöner. Und ich habe dann natürlich auch hier meinen schwarzen Schweller richtig schön in schwarz und ich muss vorher nicht die ganze Karosserie abkleben. Bei helleren Farben macht es vielleicht Sinn, erst einmal alles abzukleben und dann hier im Inneren den schwarzen Schweller dann als erstes zu lackieren. Bei mir macht es jetzt so keinen Sinn. Deswegen starte ich mit dem Blau
und werde mich dann Stück für Stück durcharbeiten. Ja, wie gesagt, ich starte mit dem Blau, werde dann die Karosserie mit Schwarz hinterlegen. Dann werde ich hier die hinteren Scheiben und hier oben dieses Schiebedach, diese Aufkleber einmal rausnehmen. Und auch hier hinten werde das Ganze dann mit der Smoke-Farbe ein wenig einnebeln, sodass wir hier ja eine getönte Rückseite haben und ein getöntes Schiebedach. Das gefällt mir dann, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann ist es auch soweit fertig. Dann kann ich alle anderen Aufkleber entfernen und kann die Zubehörteile anbringen. Beim Lackieren ist etwas ganz, ganz wichtig. Und zwar sorge bitte dafür, dass du auf jeden Fall frische Luft hast. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil in einem kleinen Raum alles zuzunebeln, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Von daher achte wirklich auf eine gute Durchlüftung. Wichtig ist allerdings auch, dass du keinen Durchzug hast oder dass es windig ist. Ich habe mal den Fehler gemacht und habe draußen lackiert. Das Ergebnis ist wirklich katastrophal geworden. Und von daher kann ich dir nur empfehlen, achte darauf, dass du keinen Wind hast, dennoch eine gute Durchlüftung hast, wenn möglich auch supergeil Tageslicht, weil, ja, ich sag mal, LED-Scheinwerfer oder sowas verfälschen das Ergebnis hier und da ganz gerne nochmal. Und die Temperatur sollte jetzt auch nicht zu kalt sein, weil sonst die Farbe sich nicht schön verhält und auch nicht so schnell antrocknet. Bevor ich jetzt mit dem Lackieren hier starte, werde ich hier diese Ränder nochmal komplett andrücken. Das mache ich von innen mit einem fusselfreien Handtuch und gehe hier diese Konturen nochmal nach, sodass auch später hier wirklich keine Läufer entstehen und hier dann in die Scheibe reinlaufen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dieses Abkleben solltest du nach Möglichkeit nicht irgendwie 3 Tage vorher machen und dann sagen, ach, ich schaff's heute nicht mehr zu lackieren, ich mache das die Tage nochmal. Dann lösen die sich hier ganz gerne an und du hast trotzdem deine Läufer drin. Also von daher immer schön darauf achten, dass du kurz vorm Lackieren nochmal alle wirklich komplett andrückst. Und ja, beim Lackieren, ich denke, das weiß jeder soweit, einfach ganz, ganz dünne Farbschichten kurz antrocknen lassen, die nächste dünne Farbschicht und dann Stück für Stück dann hier zu einem Endergebnis kommen. Ja, ich finde es immer nicht ganz so einfach, hier diese Bereiche zu lackieren. Das stellt mich auch auf eine lustige Herausforderung. Also, es kann auch durchaus passieren, dass die Karo später nicht ganz so hübsch aussieht. Wir gucken mal. Wichtig ist für mich auch immer, dass man sich dabei Zeit lässt. Und das mache ich jetzt. Und wie das Ganze dann lackiert aussieht, das zeige ich dir gleich. Während das Ganze gleich trocknet, werden wir uns Stück für Stück mal hier zum Beispiel dem Kühlergrill widmen. Ich denke, das kann man ganz gut machen. In der Zeit, wo die Karosserie schön antrocknet, kann man hier die einzelnen Lamellen schon ganz gut bemalen. Und auch hier unten den Spiegel, den müssen wir natürlich auch noch lackieren. Der ist jetzt komplett weiß. Der soll ja später silber werden und auch hier der untere Teil wird dann nochmal schwarz bemalt. Und ich denke, das sind wirklich so Sachen, die kann man gut machen, während die Karosserie schön durchtrocknet. Und das gucken wir uns dann gleich an. Die Karosserie ist jetzt ganz frisch lackiert. Ich kann es dir mal zeigen. So, wie du siehst, habe ich die hinteren Fenster doch schwarz lackiert, dass man nicht durchgucken kann. Also eine sehr, sehr starke Tönung. Das hat mir insgesamt doch etwas besser gefallen. Hier das Blau, ich denke, das kommt auch sehr gut zur Geltung. Hier unten der schwarze Schweller. Jetzt ist natürlich noch die Folie drauf und im Inneren alles. Die lassen wir jetzt erstmal ganz in Ruhe trocknen. Und währenddessen die in Ruhe trocknet, widmen wir uns hier mal diesem fantastischen Kühlergrill. Und zwar sehen wir ja hier vorne, hier so ganz feine Zwischenräume, die werde ich jetzt gleich hier mit dem CD-Marker schwarz malen und der Rest hier mit einer Tamiya XF1 mit einer schwarzen Farbe gehe ich dann hier zwischen die Lamellen. So, wollen wir doch mal gucken, ob das Ganze funktioniert, wie ich mir das denke. Als erstes hier diese Zwischenräume.
Das Ganze hat jetzt noch nicht überall so 100% gedeckt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich lasse das Ganze jetzt kurz antrocknen und in der Zwischenzeit kümmere ich mich hier um diese schönen Lamellen. Hier nehme ich bewusst mattschwarz, weil ich denke, dass das später etwas besser aussehen wird. Gar nicht so einfach, die schwarze Farbe aufzubekommen. So, dann gucken wir mal. Hier habe ich wie immer eine alte Gummimatte drunter gelegt. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich zeige es dir einmal. So, jetzt gehe ich hier mit diesem CD-Stift nochmal in diese ganz feinen Nischen rein. Ich denke, das Ganze ist jetzt leicht angetrocknet. Und wir können das Ganze hier nochmal etwas nachmalen. So sieht der Kühlergrill nun fertig bemalt aus. Ich bin da noch ein zweites Mal drüber gegangen. Und den lasse ich jetzt, genau wie die Karosserie, erstmal ganz in Ruhe trocknen. In der Zwischenzeit, wo dieser Kühlergrill trocknet, werde ich hier deinen Reserveradhalter lackieren, genauso wie die Spiegel. Das mache ich jetzt mit der silbernen TS-Farbe, sodass hier erstmal eine schöne Grundierung drauf ist. Bevor ich das Ganze lackiere, gehe ich hier natürlich nochmal mit einer Art Alkohol drüber, um meine Fingerabdrücke hier zu entfernen. Und dann kann das Ganze ganz vorsichtig in dünnen Schichten lackiert werden. Wenn diese Teile soweit lackiert sind, sehen wir uns gleich wieder. Die Anbauteile sind jetzt fertig lackiert und auch schon soweit, dass man sie anfassen kann, soweit trocken. Ich denke, das Ergebnis ist soweit ganz gut geworden. Jetzt können wir uns nochmal hier den Spiegeln widmen. Die sind jetzt natürlich komplett silber. Allerdings steht auch in der Anleitung, wir wollen es ja etwas detailgetreu machen, dass die Hälfte unten des Spiegels aus Kunststoff ist, genauso hier wie diese Halterung. Und deswegen malen wir das jetzt natürlich an. Und auch hier wieder mit meiner matt schwarzen Farbe. Wollen wir doch mal gucken, ob die Hand einigermaßen ruhig ist, dass wir das hier schön hinkriegen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das machen wir natürlich auch noch mit dem zweiten Spiegel. Die Spiegel sind nun soweit hier unten nochmal schwarz bemalt worden. Der Kühlergrill ist fertig. Hier unten den Verschluss habe ich auch nochmal in schwarz gemacht von der Reserveradabdeckung. Normalerweise zieht sich hier nochmal so ein kompletter schwarzer Kreis drumherum. Den möchte ich nicht machen. Ich möchte es ganz gerne so in Silber halten. Das gefällt mir so sehr gut. Und ja, hier siehst du die G500 Karosserie in ihrer vollen Pracht glänzend. Ich zeige sie dir mal hier so ein bisschen. Also ich finde, dieses Blau steht der G-Klasse wirklich sehr, sehr gut. Ich bin mit meiner Auswahl wirklich für mich persönlich sehr gut zufrieden. Das soll's für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video, ja, geht es an die Vollendung. Dann kommen die ganzen Teile an die Karosserie und natürlich auch die Aufkleber. Ich würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Video bei der Fertigstellung hier des G500 mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem bleib gesund. Und jetzt gibt's noch ein paar schöne Bilder von der noch nicht ganz fertigen Karosserie. Musik